Normalerweise steht Jerome Boateng beim FC Bayern auf dem Platz. Bei der großen Weihnachtsfeier der Münchner Tafel steht er jedoch mit anderen Prominenten hinter dem Tresen und gibt Essen für Bedürftige aus. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen und dass wir heute eine schöne Zeit verbringen. Guten Appetit und von mir natürlich auch frohes neues Jahr. Auch für eine Fußballlegende war es wie seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit mitzuhelfen. Paul Breitner. Für ihn steht Weihnachten und gutes Tun aber nicht unbedingt in einem zeitlichen Zusammenhang. Ganz einfacher Spruch. Auch die Armut kennt keine Uhrzeit und keine Jahreszeit. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn auch zwischendurch einmal manche Kämmer aufstehen würden morgens und sagen, ui, ja, eigentlich könnte ich heute was tun. Die Eheleute Graz sind zum dritten Mal da. Das Geld ist einfach knapp. Meine Rente ist nicht sehr hoch. Ich habe knapp 700 Euro Rente. Da kriege ich eine Aufstockung und dementsprechend auch die Genehmigung, zur Tafel zu gehen. 600 Gäste fanden an diesem Abend den Weg zur Tafel. Das Essen war aber nur ein Grund fürs Kommen. Man ist ja alleine zu Hause und so, und hier kommt man mal unter Leuten. Ich stehe auch gerne an der Tafel, weil da sind so viele Leute, kann man erzählen und so weiter. Ja. Weil ich gehe nicht weg, ich gehe in keine Kneipe, nichts. Ja. Und eine Konzertkarte kann man sich nicht mehr leisten, also das geht nicht. Wie Klaus Kratz geht es immer mehr Rentnern. Aber auch viele Familien oder Alleinerziehende sind von Armut bedroht. Für Paul Breitner stimmte etwas grundsätzlich nicht mehr in unserer Gesellschaft. Es ist ganz logisch, dass in reichen Ländern bzw. in reichen Städten wie München die Schere auseinandergeht bzw. die Bedürftigen immer mehr werden. Warum? Weil sich ja derjenige, der eine Wohnung, ein Haus vermietet, nicht nach dem richtet, was ein Bedürftiger bezahlen könnte, sondern nach dem, was die Reichen bezahlen können. Einige der prominenten Helfer waren nicht zum ersten Mal dabei. Für den einen oder anderen war das Fest eine Anregung, um über das eigene Verhalten nachzudenken. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mich da bewerbe, ob ich da ab und zu mithelfen kann, weil das ist mir wirklich ein Anliegen. Das schönste Geschenk wäre, wenn die Tafel irgendwann einmal nicht mehr einladen müsste zum Fest. Wohl ein frommer Wunsch.